Jo Leute, was geht ab? Euer Warmstart und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon auf Titel, wir machen heute mal die Glücksrad-Challenge in Fortnite zusammen mit Seville. Was geht ab? Ah, ich hab mir die Hose geschissen, aber ich tanze trotzdem. Es ist jedes Mal so behindert, wenn Leute weiß. Ohne Mann, was geht? Putsch über die Klappe! Und, Kidmail. Tada! Boah. Das ist ja der Wahnsinn! Wow! Wow! Auf jeden Fall, Leute, wie schon gesagt, am Titel, ihr seht's, wir machen heute mal die Glücksrad-Challenge. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, im Hintergrund, ihr seht schon, wir haben hier ein bisschen was gebaut. Da ist so eine riesen Festung, was irgendwie aussieht wie, ja, irgendeine Scheiße, aber ist ja auch egal. Wie das Ganze jetzt funktioniert, Leute, das erkläre ich euch jetzt im Erklärungspart. Okay, Leute, doch, bevor das richtige Video startet, eine ganz kurze, richtig krasse Ankündigung. Jetzt am kommenden Sonntag, also am 21. Oktober, habe ich einen eigenen Server in Fortnite. Heißt, ich kann zusammen mit all meinen Zuschauern irgendwas krass zocken. Deswegen, wenn ihr Bock habt, in der Aufnahme von mir dabei zu sein, dann seid an diesem Tag am Start. Ich werde nämlich auf meiner Facebook-Seite einen Livestream machen und richtig geile Minigames aufnehmen. Vive sagt, wir machen Zombie-Modus in Fortnite. Leute, wir können mit 100 Zuschauern zusammen zocken. Deswegen verpasst das nicht. Checkt meine Facebook-Seite dafür ab. Sonntag 18 Uhr. Seid dabei, Leute. Dürft ihr nicht verpassen. Wahrscheinlich sind auch Leute wie iCrimex, Kidmave, blablabla, alle dabei. Deswegen, Leute, kommt vorbei. Sonntag 18 Uhr. Streicht ihr das dick im Kalender ein. Jeder, der da am Start ist, kann natürlich auch sehr gerne selber aufnehmen für seinen Kanal. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns Sonntag und jetzt weiter mit dem Video. Okay, Leute, im Großen und Ganzen ist der Spielmodus mega simpel aufgebaut. Natürlich können wir in Fortnite kein normales Glücksrad dahinstellen, weil das gibt es halt in Fortnite nicht. Deswegen haben wir im Hintergrund, ihr seht schon, uns ein eigenes Glücksrad quasi auf dem Boden zusammengezaubert, was in jeweils 8 verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Jeder Bereich hat dann quasi seine eigene Nummer, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jeder Spieler muss halt einfach mit einem Basketball reinwerfen und gucken, wo der Basketball am Ende landet und sich diese Zahl dann merken. Das Ganze wird dann zweimal gemacht, also jeder Spieler braucht ganz genau 2 Nummern, die er sich dann merken muss. Und dann geht's weiter zu der Lootstation. Die Lootstation sieht von außen, ja, ein bisschen komisch aus, aber ist so aufgeteilt, dass jede Ebene insgesamt 12 verschiedene Räume hat, 6 auf jeder Seite. Und in den 6 verschiedenen Räumen sind einmal alle Waffen. Also einmal eine normale Waffe, einmal eine blaue, einmal eine grüne, einmal eine epische und einmal eine Legendary. Wobei es halt auch sein kann, dass nur ein Lagerfeuer, ein Chuck-Chuck oder Stinkgranaten drin sind. Also halt echt komplett random. Man braucht einfach wirklich Glück, dass man da was Gutes sieht. Ob man jetzt von links oder von rechts anfängt zu zählen auf der jeweiligen Seite, ist egal. Das kann jeder Spieler selber entscheiden. Ganz am Anfang noch beim Glücksrad. Und auf jeden Fall geht dann jeder Spieler halt in die Box, in die er am Anfang beim Glücksrad gedreht hat. Also wenn du zum Beispiel in eine 3 geworfen hast, musst du halt die dritte Box öffnen und die Waffe da rausholen. Im Endeffekt hat dann jeder Spieler 2 Waffen und wenn wir alle ready sind, gehen wir dann in unsere Arena in Lazy Links, wo wir uns dann einfach battlen und einfach mal gucken, wer am Ende stehen bleibt. Ich meine, keine Ahnung, was man für Loot bekommt. Kann natürlich auch sein, dass wir 2-mal einen Chuck-Chuck oder so kriegen. Das hat echt ein Glücksprinzip. Da würde ich sagen, Leute, wir schnacken nicht so lange drumherum. Wir starten jetzt direkt ins Game und falls ihr das jetzt noch nicht so ganz verstanden habt, weil das ist wirklich ein bisschen komplizierter heute, dann guckt einfach jetzt das Video. Ihr werdet es verstehen. Ist eigentlich nämlich mega leicht. Erklär das halt wahrscheinlich gerade nur voll dumm. Aber ich würde sagen, egal, Leute, let's go. Okay, Leute, wir sind alle ready und ich würde sagen, wir losen jetzt direkt aus. Hier ist unser Glücksrad. Nee, nicht mit Tomaten, mit einem Ball. Ich würde erstmal sagen, Kidmail fängt jetzt erstmal an. Okay. Wir nochmal. Hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Leute. Und ich würde sagen, gönn dir. Let's go. Und, let's go. Das ist 1, würde ich sagen. Ja. Okay. Okay, das erste ist die 1. Du darfst direkt noch einmal, denn jeder von uns hat 2-mal die Chance auf eine Waffe. Also 2-mal muss er jetzt quasi drehen. So, und dein zweiter Wurf. Komm. Komm. Ja, 2-mal 1. Ja, Grüße gehen raus. Korrekt, okay. Merkt ihr dann schon mal 2-mal die 1. Und du musst jetzt am Anfang sagen, von links oder von rechts. Du hast 2-mal, also du hast einmal, beide von rechts. Ja, einmal links, einmal rechts. Okay, einmal links, einmal rechts. Dann merkt ihr das jetzt. Dann machen wir direkt weiter mit Mr. Llama Boy. Werf mal. Wo wirft der denn hin? Ja, warte. Ja. Das ist eine 4. Das ist eine 4. Ja. Einmal die 4. Ja. Ja, das ist wohl die 0. Nee, das ist die 5. Das war die 5. Das zählt als 5. Ja, okay. Egal, also 4 und 5, dann jetzt links oder rechts? Beide von links? Ja! Yeah. Okay, dann merkt ihr die Zahlen, die du hattest. Seville und let's go. Macht mit Wasserball. Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist eine 4. Eine 4, jetzt geht's richtig rund. Jawohl, da wollte ich hin. Jawohl. Ja! 2. Boah, was ist das? Das war genau in der Mitte. Ah, schwer, ich würde sagen, es war eine 3. Es war ja, eine 3. 4 und 3 okay. Und ich sag rechts. Und du sagst beide rechts. Ja. Alles klar, dann mache ich jetzt mal weiter. Gut, aus, los. Und, was ist? Eins.
Ja, wobei. Eins. Ja, okay, komm, wir sagen die Eins. Es ist eine Eins. Ist eine Eins. Okay, wenn Achmed das sagt, dann mach ich den nächsten, aber ich mach den Bouncer. Null, krank. Bruder, Tricks gelernt und eine 4, ja, man kennt ihn. Fuck, egal. 1 und 4, Leute. Und ich mach beide von rechts. Beide von rechts. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt direkt in unser Loot-Gebäude oder Loot, in die Loot-Räume, wie man das auch immer nennen mag, Leute. Und dann checken wir mal ab. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, weil ich ja gerade aufnehme. Deswegen Ehrenmann auf jeden Fall dafür. Hör mal auf jetzt. So, ich habe ja gesagt, beide von links und ich hatte einmal die 1 war's und einmal die 4. Also würde ich sagen, mache ich zuerst die 4. Oh. Ey, hier, warte. Geht ist mein die 1 falsch? Hier? Nein, hier ist die 4. Komm her. Mach noch. Da! Oh, eine Maschinenpistole im Green, Preis. Alter. Nicht die schlecht, nicht schlecht. Den muss ich ja noch droppen, by the way. Weiter geht's, ich darf ja nochmal. Und ich habe wieder von links und zwar jetzt die 1. Oh mein Gott, keine Ahnung, was drin ist. Achmed, ich brauch dich wieder. Wow! Ungewöhnliches Sturmgewehr. Ist gar nicht so schlecht. Also man hätte mit dem Glücksrad auch schlechter ziehen können. Wobei grün und gewöhnlich halt echt kacke ist. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt eine Etage höher und machen weiter mit Kidmaves. Ja, so. Wo fängst du an? Mit welcher Zahl? Erst 1, mein links. Okay, links. Dann komm, hier fängst du an. Kann mir irgendwer Motivation geben? Okay, nee, ja. Mach selber. Nein. Warte. Boah, Jungs, Papa. Ey, warte, ich mach auch. Oh, Mann, Jungs, das bringt nichts. Das ist voll schlechte Motivation. Egal, nächster, okay, auch wieder von links, ne? Oder was war's? Nee, rechts. Rechts. Jetzt hier. Und eins. Eins. Okay. Jetzt mach ich mal selber. Wow! Und gewöhnlich. Nice. Ey, wie keiner von uns jetzt eine epische oder eine Legendary-Waffe bekommen hat. So, weiter geht's mit Samuel, würde ich sagen. Ich hatte 4 und 3. Okay. Von rechts zwei, drei. Hier fängst du an. Ich fang bei 3 an. Und gib mir was! Oh! Was war's? LMG, Digga! Aber episch! Tschüss. Nee, du bleibst episch. Und dann, okay, und die 4. Die 4, direkt ein zweiter. 1, 2, 3, 4. Hier das, hier die. Andere Seite. Nee, von rechts hier. Andere Seite. Ich hab zweimal rechts. Und ja, aber hier. Nein, hier. Ja. Und? Ja, mach auf! Was ist da drin? Mach auf! Mach da! Oh, lol! Da! LMGs, Alter! Krass! 2 LMGs! Krass, Junge! Let's go! Und einmal nach oben, Leute. Jetzt zur letzten Etage. Ich hatte 4 von links und 5 von links. Okay, dann einmal 1, 2, 3, 4. Das hier ist deine erste Tür, wo ich stehe. Einmal aufmachen, bitte. Und gewöhnliche aber Shotgun hat noch keiner von uns. Geht aber. Ist gar nicht so scheiße. So und 5 von links. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre einmal die hier. Ja, Bruder! Lagerfeuer! Lol! Geil. Warte mal. Achmed, komm mal her. Komm mal kurz her und guck dir mal sein Lagerfeuer an. Er kommt mit Oh shit. Okay, Lagerfeuer. Ja, bleib da lieber drin. Nee. Aber hol das mal mit. Und dann würde ich sagen, ab geht's rein hier, Leute. Ey, komm, wir fahren zur Arena. Ich spiel nicht mehr mit. Doch, du hast doch jetzt ein Lagerfeuer. Aber ich hab keinen Parkplatz. Du kannst auch da raus. Guck mal, andere Seite geht's raus. Danke, Bro. Man wird sterben, Rassier. Schnell wieder eins. Warum nehme ich mit euch auf? Warum? Schnell wieder eins sammeln, schnell. Ey, und wir alle klauen meine LMG-Vips durch. Achmed, warum? Tada, es ist nichts mehr. Bruder, meine Finger wackeln. Okay, jeder von uns hat jetzt eine Minute Zeit, sich hier zu verteilen, auf entspannt, außer wir sind alle früher ready. Und dann geht hier der Fight auch schon los, deswegen let's go. Und ey, wenn ich jetzt erst sterbe, ich raste komplett aus. So, let's go, Leute. Ihr habt schon gesehen, die Arena hier ist ein bisschen größer. Gehen wir mal eine Runde spazieren. Ganz wichtig, ihr habt doch schon die Regeln gehört. Ohne bauen, Leute. Also ihr dürft nicht bauen, keiner von euch. Nicht mal eine Wand, nicht mal eine Treppe. Okay, können wir anfangen? Seid ihr ready? Yeah. Dann let's go, Digga. Und 3, 2, 1 und pff. Das sollte so ein Kampf sein. Ja. Ja. Oh, ja. Ich erschüsse. Ja. Und tschüss. Warte mal, wer ist gerade gestorben? Ich. Berate ich nicht. Ich. Nee. Ah, wie triffst du mich? Wo bist du denn? Bruder! Hey, was? Hä? Was? Los. Ja, ey, gib mir one hit! Was ein Flick? Flick, Overneck, Finale oder was schon? Junge, wie schnell geht denn das? Warte, wer lebt jetzt noch? Achmed. Mach mal Tada, Achmed. Guck.
Ich komme! da muss los. Ganz kurz, ey. Ja? Ich weiß ja nicht, wie ihr die Arena gebaut habt. Ich schon. Oh oh. Oh oh. Lukas. Man darf ja Loot nehmen, ne? Wow! Wer hat gewonnen? Gib den Blick einfach zurück. Hey. Schnell noch eine. 40 Sekunden. Okay, komm, eine Runde noch. Let's go. Waffen liegen, Leute. Eine Zusatzrunde, eine aber Runde. Gewonnen, Digga. Rick, fast mal auf. Das Ding ist, ich habe jetzt eigentlich schon gewonnen. Wir machen jetzt noch eine Special-Runde mitbauen, okay? Mitbauen, okay, schnell. Oh, geil, Digga. So, okay, habt ihr alles? Ja. Dann let's go. Ab geht's, Runde startet. Geh mal weg, Seville, Mann. Ich kann mich nicht verteidigen, Mann. Warum nicht? Junge, was soll ich mit knisterndes Lagerfeuer und Stockbrot machen? Das Ding ist, ich hab noch 52 HP. Okay, jetzt ist spannend. Also mit... Ey, ah, da oben. Ey, du bist so ein Camper, Junge. Geh mal weg von da. Ich hab nur noch 20 Munition. Ja, Bruder! Ja, du bist Mann! Auf easy, Digga! Beide auf mich, Junge! Er denkt, er kann hier dick bauen und so, er wäre hier irgendwie krass. Mich. Das Ding ist, wo ist Ahmed, Digga? Wo ist Ahmed? Der campt nur, Junge. Wo war der? Wo hat er denn gecampt? Keine Ahnung, irgendwo, ich weiß es nicht. Go ahead, bruh. Das war grad bruh. Er ist unten, Digga. Er ja, Bruder, verrat doch Dreck, Junge. Ja, natürlich. Ich will, dass du verlierst, weil du dich ganz abgeknallt hast. GPS-Button, Bruder. Unter dir, hinter dir! Hinter dir! Warum hab ich so ein Ding? Hinter dir! Bruder, muss los! Jawohl, ich verreck mich! Ganz kurz, wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ich hab mein Headset falsch rum an. Auf links, rechte Seite. Ich höre die ganze Zeit, aber woanders. Und dann sagst du hinter dir und ich denk mir, wo? Auf jeden Fall, Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Schaut doch bei den ganzen Jungs vorbei, bei Ahmed, bei Seville, ja, T. Und bei Unoman. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao!